Ja, insgesamt, Rotwein ist für uns bedeutend. Die Hälfte der Rebfläche bei uns ist rot, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Blaufränkisch ist natürlich der Hauptanteil. Falstaff macht seit, ich weiß jetzt nicht genau, 28 Jahren eine Prämierung der besten Rotweine. Und damit ist das natürlich eine Leistungsschau, die immer extrem wichtig ist. Ich weiß nicht, 2000 Weine werden eingereicht. Also was da herum und verkostet werden kann, ist die Spitze, was man in Österreich an Rotwein kosten kann. Ja, da haben wir jetzt einen jungen Eichkogel 2014, nachdem es ganz Steinzeller gibt. 2014, die besten Weine sind im Eichkogel drinnen. Und dass man reifere Weine herzeigt, ist für uns immer wichtig, weil die Weine sehr lang lagern können. Haben wir einen Blaufränkisch von der Setz 2012 und einen von der Lage Point, einen 2011er mit. Eichkogel ist immer zugänglicher aufgrund des 30%igen Zweigeldanteils zum Blaufränkisch. Und damit ist der, obwohl der Blaufränkisch kräftig ist, durch den Zweigelt abgerundet und dann kann man ohne weiteres schauen nach 2-3 Jahren anfangen zu genießen. Wenn man einmal mit dem 2014er Jahrgang schon brillieren kann und der wirklich als gelungen bezeichnet werden darf, dann ist einmal die Voraussetzung gegeben. Aber mit voller Hose ist dann leicht stinken. Also der Blaufränkisch Setz 2012 grandios. Also kann die Spannung und die Reife in ein Glas mit zusammen präsentieren. Ganz, ganz großer Klasse. Ich kann mich erinnern, als ich mein Burgland-Buch geschrieben hatte, hat es dann die Bedingung gegeben, ich muss die Winzer klassifizieren, je nachdem, wie sie bewertet worden sind. Und die höchste Bewertung von allen Magazinen zusammengerechnet war mit Abstand das Weingut Kolbeins.